So, jetzt kommen wir zu einem Projekt aus dem Bereich interaktive Systeme. Das wird der Roland Schuster vorstellen. Und da geht es um Weltraumexplorationen. Danke. Ja, hallo. Ich stelle euch jetzt das Projekt TouchSpace vor, das ich letztes Sommersemester mit Ruben Dehle und Eugen Frasch zusammen entwickelt habe. Fangen wir einfach mal an mit der Projektidee. Und zwar war die grundlegende Idee, eine Bibliotheksanwendung zu entwickeln im Themengebiet Luft- und Raumfahrt. Unsere Fokussierung ist dann gegen Ende des Projektes mehr in Richtung Raumfahrt gegangen. Als Einsatzort könnte man sich Technologiemuseen vorstellen, wo dann Kinder mit ihren Eltern an dem Multitouch-Tisch die Raumobjekte explorieren können und so weiter. Genau. Wir wollten Hintergrundwissen zum Thema Raumfahrt vermitteln. Und zwar zum Beispiel, was für Flugobjekte gab es, gibt es oder wird es demnächst geben? Wer waren die Pioniere der Raumfahrt? Welche Raumfahrtnationen und Agenturen gab es oder gibt es? Welche sind deren Raumfahrtprogramme? Und wie sieht das Ganze im Zeitverlauf aus? Um diese Ziele zu erreichen, haben wir uns gedacht, wir setzen 3D-Modelle sowie auch die Multitouch-Steuerung ein. Dann kommen wir zum Vorgehen. Also grundlegend bei der Vorbereitung, der Planung sind wir hingegangen und haben Daten durch eine Literaturrecherche gesammelt, haben nach vorhandenen 3D-Modellen im Internet gesucht. Wo es keine Modelle gab, haben wir dann auch selbst die Modelle modelliert. Und ein weiterer Punkt in der Planung war halt auch die Festlegung auf ein gewisses Zielsystem und was für eine Technologie man verwenden möchte. Beim Zielsystem waren wir recht eingeengt in der Hinsicht, da wir ja am Institut für Medieninformatik den T-Table und das Microsoft Surface haben, die beide unter Windows laufen. Da war dann die Wahl eher leicht. Und zu den verwendeten Technologien komme ich dann später nochmal genau. Jetzt einmal zum Entwurf der User Interfaces. Da haben wir in dem frühen Stadium haben wir mit groben, handgescribbelten Zeichnungen gearbeitet, wo es jetzt einfach nur darum ging, was für Elemente wollen wir zeigen, wie sollen sie in etwa aussehen. Und dann ging es halt immer weiter in Richtung einem fertigen oder konkreten visuellen Design. Hier zum Beispiel haben wir auch die Timeline, wo wir mehrere Varianten quasi mal durchgespielt haben und uns dann für eine entschieden haben. Und so sieht dann auch das Inhaltsfenster aus im endgültigen Design. Zu den Technologien. Also wir haben in Java programmiert und zum Einsatz kam dann das Multitouch-Framework Multitouch for Java, was fast jede Multitouch-Plattform unterstützt. Also zum Beispiel konnten wir auch zusätzlich zu dem Testen an den Multitouch-Tischen konnten wir unser Multitouch-Trackpad vom MacBook benutzen, um jetzt nicht immer am Tisch hantieren zu müssen. Es bietet uns Jogl als 3D-Umgebung an, indem wir dann die 3D-Modelle eingebunden haben. Die Anwendung ist beliebig über XML konfigurierbar, also wir können die 3D-Objekte mit den Modellen, dem Inhalt zu den Objekten und die Position in unserem 3D-Raum, also sehen wir später dann auch, dass wir einen 3D-Raum haben, können wir alles anpassen. Die Timeline ist anpassbar, man kann einzelne Jahre anlegen, man kann sagen, in den jeweiligen Jahren zeigen wir
das und das Modell. Ja, genau. Dann kommen wir zu den Tests und den Problemen, die wir teilweise hatten. Also zum Beispiel beim Microsoft Surface ist uns halt aufgefallen, dass einfach die Grafikleistung zu gering war und ja auch das Display war für unsere Zwecke, sage ich mal, zu klein. Beim T-Table war das schon etwas besser, wobei wir da dann Probleme hatten mit der Fingererkennung, die war halt nicht, also nicht 100% kalibriert, sage ich mal. Und generell haben wir auch bei den Multitouch-Tischen die Erfahrung gemacht, dass die Auflösung einfach zu gering ist. Also es ist, beide Tische haben eine Auflösung von 1024x768, was jetzt nicht mehr so up-to-date ist. Ja, das ist uns halt in dem Fall aufgefallen. Ja, bei den 3D-Modellen war das Problem, also gerade die 3D-Modelle, die wir aus dem Internet hatten, dass die zu detailliert waren, wodurch wir zu Performance-Problemen kamen in Java. Also Heapspace ist dann überschritten worden, ging halt nicht. Was uns dann dazu gebracht hat, dass wir diese Modelle von Hand, sage ich mal, runterrechnen mussten, sodass dass wir das mit dem vorhandenen Heapspace handeln konnten. Genau. Jetzt nochmal zur Funktionalität genau. Habe ich jetzt mal hier ein Bild, auf dem man jetzt im Endeffekt die, es gibt drei grundlegende Bereiche in dieser Anwendung. Zum einen haben wir die Timeline am unteren Displayende, wo man jetzt quasi zwischen den Jahren hin und her springen kann. Am rechten Displayrand haben wir unser Infofenster, das man rein rausklappen kann. Man kann mit Multitouch-Gesten kann man auch vor- und zurückblättern, wenn man mehrere Infoseiten hat. Ja, und als dritten wesentlichen Punkt haben wir dieses frei bewegbare 3D-Modell, ja, indem man jetzt quasi Objekte selektieren kann. Dann wird einem über einen Tooltip Grundsatzinformationen, sage ich mal, angezeigt. Und da kann man dann, hat man dann nochmal die Möglichkeit, zum Hauptinfofenster zu gehen, wo man dann nochmal, ja, konkretere Details sich angucken kann. Genau. Jetzt habe ich noch ein Video vorbereitet, das ich jetzt abspielen lasse. TouchSpace, a 3D App for multi-touch tables in tech museums. Offering an easy way to explore and learn about spaceflight. Discover spacecrafts in a freely zoom and movable three-dimensional space world. And display more information on your fingertips. You can even travel through time with the timeline at the bottom and become eyewitness of the moon landing. Or boldly go where no man has gone before. The Java-based app is compatible with standard multi-touch input and runs on commercial or self-built touch tables and other Java-capable touch devices. The content is highly customizable with other 3D models and background information simply by editing a settings XML file. TouchSpace was a project of Interactive Systems 2 at Ulm University, Germany. Vielen Dank. Gibt's noch Fragen dazu? Okay, danke. Wir sind alle schon etwas müde. Vielen Dank an Roland Schuster nochmal. Das hier ist ein schönes Beispiel, dass ein Objekt, was irgendwie vor drei Jahre vorher mal gebaut wurde, dieser große Tisch,
im Anwendungsfach Ubiquitous Computing, jetzt verwendet wurde dann im Anwendungsfach interaktive Systeme, und um damit eine Anwendung zu realisieren. Also das ist irgendwie so Synergieeffekte über die Jahrgänge hinweg.